das ist alles nicht echt. Ich bin ausgestopft und ich trinke Alkohol zu meinen Insekten schon zum Frühstück und fühle mich schrecklich wohl. Ich habe Liebhaber, Hunderte, die kann ich langsam nicht mehr zählen. Das ist wundervoll, genau was ich will. Ich kann das nur empfehlen. Und kann ich davon ausgehen, Sie haben das notiert. Bei meiner vorletzten Hochzeitsnacht waren wir zu viert. Und man hat uns auch schon, falls Sie das wirklich interessiert, für den Playboy abfotografiert. Also wegen uns musste die Ausklappseite erfunden werden. Jawohl, ja. Und auch er hat so seine Erfahrungen mit der Presse. Grüßen Sie, Chris Böttcher. Lothar Matthäus ist dabei. Naja, gut, sicherlich Franz Beckenbauer. Jogi Löw sowieso auch, gell? Also, na, hallo Freunde, Peter Maffay auch. Hallo Freunde, Peter Maffay mag ich gerne, ich finde ihn gut. Ja, und alle möglichen, also Carla Bruni. Du hast dann das Studium abgebrochen, kannst es aber heute noch brauchen, ne, dein Anglistik? Ja, das Anglistikstudium hat mir sehr geholfen, aber mein wirklicher Lehrer im wahren Leben war Lothar Matthäus. Also das war, was ich da über Englisch gelernt habe, das hat mir kein Englischprofessor beibringen können. I look not back, I look in front. How do you feel after the game? Thanks for the after question. not very good, I have really such a neck. Sorry? Ich habe echt so einen Hals, ey. Serififi. What? Serififi. Oh, you mean referee, Schiedsrichter? Yes, Serififi. What Serififi has whistled was really the last. Das war echt das Letzte. Echt, I beg it not, ich bug's nicht und so weiter. Also, das ist, da bin ich dann ins. Und. Muss ich. Als ich meine Frau kennengelernt habe, war der Rüdi dabei. Wir haben eine Band. Eigentlich sind wir reingegangen und haben gesagt, wow, da sitzt irgendwie in der ersten Reihe, wow. Echt ein Gerät. Also wirklich, wow. Und wir haben gesagt, Wahnsinn, wow. Und haben gesagt, die ist bestimmt wegen dir da, Chris. Und ich bin rausgegangen und habe gesagt, servus miteinander. Ich glaube, Wasserstoff ist billiger in Coburg, oder? Weil die hat so blonde Haare gehabt. Dann haben wir gleich gut eingeführt bei ihr. Genau. Also. Genau. Normale Menschen fragen sich, ja, kennen die nicht mehr? Einfach bloß gerade ausgehen, ja, ist das Ding so schwer? Denkst du doch für ein Model mit gerade mal ein IQ zwischen Geiß und Tierchen und am Möwe fährt schon was dazu? Und immer wieder sagt er, welche mit von der Partie? Die sind gleich 14 Meter, ja, die haben schon da noch hin, ja, das bleibt zum 10 Meter. Chris, noch mal eine Frage an dich. Bei deiner Zeit als Frühaufsänger ist ja auch schon ein bisschen was her. Wie war denn das? Du bist da bei 150, 160 Leuten morgens unangekündigt im Schlafzimmer gestanden. 160 Bayern geweckt in ihrem Schlafzimmer für Antenne Bayern damals, da für den Radiosender. Doch morgens im Schlafzimmer, ja, oder? Wir sind mit Atemschutzmasken da eingedrungen, wie die GSG 9, und haben dann die Leute geweckt in ihrem Schlafzimmer und die waren wirklich sehr überrascht. Wir hatten die Schlüssel, sind da rein und haben ihnen ein Lied gesungen. War ein Gitarrist dabei und ich habe immer was getextet und ich habe das Grauen leibhaftig erlebt. Nein, aber das meiste war echt super. Es lief immer gut. Einmal, weiß ich noch, war so ein Faschingsprinz im Bett, der war wirklich sehr betrunken noch vom Vorabend. Und da lag eine Frau neben dem, die war so wahnsinnig schön. Echt, oh. Und die hatte Unterwäsche an und mir, oh, Wahnsinn. Was macht die neben dem Typen, haben wir uns echt gedacht. Und den wollten wir interviewen, ist ja gar nichts gegangen. Ja. Der war total blau. Das war echt lustig. Also es passieren schon lustige Geschichten. Aber. Sex wird überschätzt. Lauch auch. Ist es so? Wie? Das Sex überschätzt? Ja, kommt. Ja. Ich will mit dir nicht zusammen sein.